Anfang August und wir beginnen wieder mit unserem Ritt über die internationalen Fußballfelder. Ich freue mich natürlich auch besonders auf die Premier League, die Auseinandersetzung vermutlich zwischen Man City und Liverpool, so wie im vergangenen Jahr. Wobei ich glaube, es werden dann noch andere mitspielen. Aber das erste Spiel, was wir beleuchten wollen mit Marcel. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Das erste Spiel lautet West Ham gegen Man City. Also die Hammers, die schon für rustikalen und erdigen Fußball stehen, für den filigranen Pep Guardiola als Gastgeber. Ja, und ich sag mal, in den letzten Wochen und Monaten war es so, dass der filigrane Fußball von Pep Guardiola gegen West Ham meistens erfolgreich war. Ja, zwar hat Manchester City keins der letzten drei Pflichtspiele bei den Hammers gewonnen, also bei West Ham United in London, aber City ist eben auch seit 13 Premier League-Duellen gegen diesen Gegner ungeschlagen. Das heißt, der letzte Sieg von West Ham liegt wirklich schon viele Jahre zurück, das muss man so sagen. Zudem muss man auf jeden Fall wissen, West Ham hat keine wirklich gute Vorbereitung gespielt. Ja, die letzten vier Testspiele konnten sie allesamt nicht gewinnen, dreimal unentschieden, einmal sogar verloren. Das, was sie verpflichtet haben auf dem Transfermarkt, das war mit Ausnahme von Scamacca, dem Italiener, war das eher so dieses mittlere Regal. Ja, aber ein spannender Neuzugang. Gianluca Scamacca. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen sage ich, er ist sicherlich jemand aus dem obersten Regal. Aber der Rest, das sind Spieler, die sich erst vielleicht an das Tempo gewöhnen müssen in der Premier League. Das heißt, weiß ich nicht, ob die da sofort einschlagen werden. Und Manchester City, Carsten, da brauchen wir nicht drüber sprechen, ist für uns der klare Favorit, für mich zumindest der klare Favorit auf die Meisterschaft. Und sie haben letztmals am 19. Februar ja, ein Ligaspiel verloren in England. Deswegen für mich eine relativ klare Ausgangskonstellation zugunsten der City. Das ist bei 35 Grad im Schatten schwer zu erinnern. Ja, hast du recht. Dennoch sage ich bei diesem Spiel West Ham gegen Manchester City, Sieg Manchester City und über 2,5 Tore, also mindestens 3 Tore im Spielverlauf. Kann mir vorstellen, dass Manchester City gleich mal ein Ausrufezeichen setzen will und gehe deswegen von Toren aus und von dem Sieg der Auswärtsmannschaft und dafür finden wir eine Quote von 1,90. Noch kurz ein Wort zu Scamacca, der ist Anfang 20, tätowiert bis hoch zum Hals, sieht wirklich beeindruckend aus. Und das ist die Stürmerhoffnung auch der italienischen Nationalmannschaft für die Zukunft. So, Tottenham, für mich ein großes Thema auch in dieser Saison. Mal wieder, denn unter Conte traue ich denen einiges zu. Die erwarten Southampton, die Saints. Ja, und Ralf Hasenhüttl steht jetzt leider nicht sonderlich für Erfolg, was das Auftaktspiel angeht von Southampton, denn seitdem ja, er Trainer ist. Ja, aber der ist jetzt schon jahrelang in der Premier League, also Applaus, das ist absolut, er hält sich da, das muss man ganz klar sagen. Er hat es auch geschafft, diese Mannschaft einfach aus einer Abstiegsmannschaft mindestens mal zu einer Mittelfeldmannschaft zu machen. Sie hat immer wieder Ausreißer nach oben, aber genauso gut auch Ausreißer nach unten. Ich erinnere da noch an die zwei sehr, sehr hohe Niederlagen, die sie mal kassiert haben in der Premier League mit jeweils 8 Gegentoren. Aber was ich sagen wollte, unter Hasenhüttl sind sie dreimal in eine neue Saison gestartet und es gab 3 Niederlagen im Auftaktspiel. Ja, das sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, um hier die passende Wette abzugeben. Zudem Tottenham 9 der letzten 11 Heimspiele gegen Southampton gewonnen. Ja, und wenn man dann noch in Verbindung damit bringt, dass Tottenham, wie du gesagt hast, mit Conte einen Trainer hat, der weiß, wie man Titel gewinnt, der weiß, wie eine Mannschaft auf eine Saison vorbereitet. Also sie werden auf jeden Fall top, top fit sein. Und dann noch bedenkt, dass sie wirklich gute Neuzugänge haben, die Spurs. Dann bin ich bei meinem Tipp Tottenham -1. Ich sage, dass Tottenham dieses Spiel mindestens 2 Tore Unterschied gewinnt. Quote liegt bei 2,0. Und man darf nicht vergessen, Tottenham 13 Siege aus den letzten 19 Heimspielen in der Premier League. Und Southampton hat in der vergangenen Saison die meisten Auswärtsgegentore aller Premier League-Mannschaften kassiert. Deswegen, ich glaube, mit dem Handicap-Tipp fahren wir hier ganz gut. Marcel, hilf mir nochmal schnell auf die Sprünge. Ich meine, Bernd Leno ist jetzt definitiv bei Fulham gelandet, oder? Genau, der Wechsel ist fix. Ob er jetzt natürlich gleich im ersten Spiel gegen Liverpool spielen wird, das weiß ich noch nicht, aber der Wechsel ist fix. Ja, aber dann hätten wir ein schönes deutsch-deutsches Duell, ja? Bernd Leno gegen Jürgen Klopp. Genau. Ändert aber nichts an der Tatsache, Carsten, dass Liverpool natürlich der klare Favorit ist für mich. Fulham als Aufsteiger in den letzten Jahren nie wirklich gut in eine Saison gestartet. Das heißt, in den letzten 5 Jahren, wo sie als Aufsteiger wieder neu in die Premier League gekommen sind, haben sie ihr Auftaktspiel immer verloren.
Ja, das sollte man auf jeden Fall wissen. Liverpool hingegen hat 4 Jahre in Folge mittlerweile das Auftaktspiel gewonnen. Und Liverpool hat für mich einen sehr, sehr guten Eindruck im Community Shield hinterlassen gegen Manchester City. Das war wirklich schon eine sehr reife Leistung. Man hat gemerkt, die Mannschaft ist fit. Sie brennt. Sie hat richtig Bock drauf, dieses Jahr wieder den Meistertitel zu holen. Mit Darwin Núñez, den wir jetzt auch schon öfter mal als Thema hatten, haben sie einen Spieler dazu bekommen, der der Mannschaft einfach nochmal als klare eine neue Dimension in der Offensive verleiht. Das glaube ich schon. Und Liverpool ist eben auch seit 19 Premier League-Spielen ungeschlagen. 16 Siege, 3 Unentschieden in diesem Zeitraum. Und deswegen kannst du mich hier auch nur einen Tipp in Richtung Liverpool geben. Ich sage sogar, das doppelte Ergebnis wird eintreten. Das heißt, Liverpool führt zur Halbzeit, Liverpool gewinnt das Spiel und dafür gibt es eine Quote von 1,83. Wunderbar. Wenn euch übrigens das gefällt, was wir hier machen, lasst doch gerne auch ein Abo bei uns liegen. Da freuen wir uns drüber. So, jetzt reisen wir mal kurz durch den Tunnel von England nach Frankreich zur Ligue 1. Und in Frankreich beginnen wir die Saison und unsere kleine Frankreich-Show mit dem Spiel Toulouse gegen Nizza. Also Lucien Favre wieder zurück in Frankreich auf der Trainerbank. Genau, Carsten, nachdem wir mit unserem Frankreich-Experten Alexis Menisch die Saisonprognose gemacht haben für die Ligue 1, musste ich Nizza einfach dazu nehmen, weil auch er gesagt hat, dass Nizza sicherlich eine Mannschaft sein kann, die überrascht, ja, also diese Top 3, Top 4 vielleicht angreifen kann mit Lucien Favre. Sie haben interessante Neuzugänge, ja, Kasper Schmeichel im Tor, super Genau. Torhüter von Leicester geholt, erfahren, hohe Qualität. Dann haben sie Aaron Ramsey geholt, auch ein Spieler mit enormer Qualität, mit enormer Erfahrung und aber auch viele, ich sage mal in Anführungsstrichen, etwas unbekanntere Spieler, ja, die aber dennoch auf französischer Ligaebene schon einiges geleistet haben und auf jeden Fall auch großes Entwicklungspotenzial haben. Man weiß bei Lucien Favre, er spielt einen sehr gepflegten Fußball. Junge Spieler können sich bei ihm in Ruhe entwickeln, weil er einfach auch ein Trainer ist, der den jungen Spielern Vertrauen schenkt. Deswegen glaube ich wirklich, dass Nizza eine gute Rolle spielen wird. Auswärts bei Toulouse keine leichte Aufgabe, denn Toulouse als Aufsteiger natürlich mit Euphorie, ja, bedacht und Toulouse or not Toulouse in Toulouse? Oh, ist der schlecht. Ist das ein schlechter Karlauer? Verzeih. Carsten, Cut. Ich würde sagen Cut, aber wir lassen es mal laufen. Nein, Toulouse, ein unbequemer Gegner. Sie waren in der vergangenen Saison in der zweiten Liga unterwegs. Ab Spieltag 5 waren sie dort Tabellenführer und konnten diese Tabellenspitze tatsächlich bis zum letzten Spieltag auch behalten. Sind dementsprechend auch verdient aufgestiegen, haben 14 von 19 Heimspielen gewonnen und dabei 52 Tore geschossen. Ja, klar, es war die zweite Liga. Klar, Nizza ist ein ganz anderes Kaliber. Dennoch sage ich, dass Toulouse, ja, ich sag mal, ein gutes Spiel abliefern wird, aber am Ende eben nicht mit einem Sieg dastehen wird. Ich sage X2, doppelte Chance X2, also Nizza holt mindestens einen Punkt und das kombiniere ich mit dem über 1,5, also mindestens 2 Tore im Spielverlauf und dafür finden wir eine Quote von 1,72. Clermont-Ferrand gegen PSG, also den turmhohen Favoriten. Und Clermont, ja, wird von vielen auch als Abstiegskandidat gehandelt. So ist es, Clermont in der vergangenen Saison das viertschwächste Heimteam gewesen der Ligue 1. Und was ich noch nennen möchte, sind die beiden Ergebnisse aus der vergangenen Saison. Das Heimspiel hat Clermont mit 1:6 gegen Paris verloren, das Rückspiel mit 0:4. Ja, das heißt, ich denke, die Kräfteverhältnisse sind klar verteilt. Und PSG hat mich überzeugt im Supercup, 4:0 gegen Nantes gewonnen. Da, ja, hat man schon ein bisschen gesehen, dass ein bisschen mehr Disziplin dahinter steckt. Auch ein Sergio Ramos tut der Mannschaft in puncto Stabilität sicherlich sehr gut. Nachdem er in der letzten Saison über weite Strecken einfach verletzt war. Und deswegen gehe ich hier auf die 1,65 und sage auch diesmal PSG minus 1. Also PSG gewinnt dieses Spiel auswärts in Clermont mit mindestens 2 Toren Differenz. Straßburg gegen Monaco. Ja, das Spiel habe ich ausgewählt, Carsten. Einerseits, weil uns Straßburg in der vergangenen Saison wirklich viele gute Gewinne beschert hat. Ja, wir hatten oft öfter Straßburg im Programm. Es war sehr, sehr oft richtig. Und aus der anderen Grund, weil Monaco eben momentan noch in der Champions League Qualifikation unterwegs ist. Ja, unter der Woche haben sie zu Hause 1:1 gegen PSV Eindhoven gespielt. In der kommenden Woche gibt es natürlich schon das Rückspiel. Ja, und natürlich will Monaco in die Champions League, wird ein schweres Auswärtsspiel in Holland. Und ich kann mir vorstellen, dass der Trainer da vielleicht sogar schon ein bisschen auf dieses Champions League Spiel blickt. Ja, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Zudem Straßburg eben extrem stark unterwegs. Sie haben nur 2 der letzten 16 Ligue 1 Spiele verloren. Ja, und sie haben vor allen Dingen auch 11 Heimsiege geholt.
in 19 Spielen und dabei nur 18 Gegentreffer kassiert. Man darf also durchaus von einer gewissen Heimstärke sprechen, auch von einer gewissen Defensivstärke sprechen. Und deswegen habe ich das in meinen Tipp eingegliedert und sage zu einer Quote von 1,90, doppelte Chance 1x, also Straßburg verliert dieses Spiel nicht. Und unter 3,5 Tore, maximal 3 Tore im Spielverlauf. Und ich glaube sogar Monaco wäre aufgrund dieser Ausgangskonstellation, die ich eben kurz genannt habe, gar nicht so unzufrieden mit diesem Punktgewinn. Kurz ein Sidestep Richtung Bundesliga. Wenn ihr ein Trikot gewinnen wollt, dann haben wir die Möglichkeit für euch geschaffen, nämlich über Instagram, wettbasis-de, den Post liken, zwei Freunde taggen und in der eigenen Story posten und schon könnt ihr euer eigenes Lieblingstrikot gewinnen. So, jetzt gehen wir in die Rubrik aus aller Welt. Und da beginnen wir in der Schweiz mit Basel gegen Young Boys. Ja, Carsten, man kann es schon als Spitzenspiel bezeichnen, denke ich, auch wenn es die Tabellenkonstellation momentan noch nicht hergibt. Basel aktuell 5 Punkte hinter Bern. Ja, Bern führt die Tabelle an. Klar, Basel hat ein Spiel weniger absolviert als die Young Boys. Dennoch glaube ich, dass die Young Boys in der laufenden oder in dieser Saison einfach eine bessere Rolle spielen werden als der FC Basel. Ich finde, sie haben sich unter Raphael Wicki, der neue Trainer bei Young Boys Bern, ehemaliger Hamburger, haben sie sich wieder ein bisschen gefangen. Ja, deswegen glaube ich, dass sie da auch gute Möglichkeiten haben, was Zählbares mitzunehmen in Basel. Beide Mannschaften haben momentan mit dieser Doppelbelastung zu kämpfen. Beide Mannschaften sind in der Conference League Qualifikation unterwegs. Beide Mannschaften haben auch am Donnerstag ein Auswärtsspiel. Das heißt, da wird es immer interessant zu sehen sein, wer dieses Auswärtsspiel, diese Strapazen, Reisestrapazen, diese Belastung einfach ein Stück weit besser verkraftet. Basel in der laufenden Saison bisher zweimal 1:1 gespielt, beide Male nicht überzeugen können. Die Young Boys Bern hingegen haben einmal 4:0 gewonnen, einmal 3:0 gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Das heißt, da schon deutlich mehr Substanz dahinter, sage ich. Und deswegen gehe ich auf das X2. Wie ich schon gesagt habe, die Young Boys holen mindestens einen Punkt, aber beide Mannschaften kommen zum Torerfolg. Kann mir schon vorstellen, dass es ein offensives Spiel wird, wie so oft in der Schweiz. Und gehe deshalb auf die 1,90, X2 und beide treffen. Und dann sind wir in Portugal, Braga gegen Sporting Lissabon. Auch eine interessante Partie. Braga in der vergangenen Saison in Klar. der Europa League weit gekommen. Bis ins Viertelfinale. Sporting Lissabon hat ebenfalls eine sehr, sehr gute Saison gespielt, sowohl national als auch international. Sporting Lissabon hat nicht wirklich viele Leistungsträger verloren. Der einzige, den man wirklich zählen kann, ist Palhinha, der zu Fulham ging. Nuno Mendes, der zwar auch gewechselt ist, der aber vorher schon ausgeliehen war, das heißt, in der vergangenen Saison auch nicht bei Sporting gespielt hat, den kann man nicht als Abgang dazu zählen. Und deswegen glaube ich, dass Sporting wirklich gute Chancen haben wird, mit einem Sieg zu starten. 7 der letzten 10 Auswärtsspiele in Prager haben sie gewonnen. Das noch als kleiner Hinweis. Und deswegen gehe ich auf die hohe Quote, ja, die überraschend hohe Quote von 2,10, dass Sporting dieses Auswärtsspiel gewinnt. Und ja, Prager ist zwar heimstark, aber Sporting hat einfach momentan vielleicht das etwas eingespieltere und qualitativ auch hochwertigere Team. Dann sind wir nochmal in Österreich, Wolfsberg gegen den LASK. Auch da, Carsten, wieder mein Hinweis. Wolfsberg hat am Mittwochabend gegen die Übermacht, Fußballübermacht aus Gzira, ja, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aus Malta, Conference League Qualifikation zu Hause 0:0 gespielt. Ja, und das zeigt relativ gut, wo der WAC momentan steht. Ich glaube, dass sie einfach noch ein Stück weit Zeit brauchen, weil sie eben im Sommer mit Michael Lindl, der auch mal in der Bundesliga aktiv war, ganz, ganz wichtigen Spieler verloren haben. Ja, er war eigentlich so diese Ja, der Schlüsselstelle im Spiel. Standardspezialist, ganz Ganz feiner genau. Fuß, ja, Zehner der alten Richtig. Schule. Alles lief über ihn und sie müssen sich quasi jetzt komplett neu ausrichten unter Robin Dutt, der Trainer vom WAC ist. Das wird noch ein bisschen Zeit dauern. Ich glaube, dass der LASK da schon ein Stück weit weiter ist. 4 Punkte wohl aus den ersten 2 Spielen. Und deswegen sage ich hier, draw no bet. Also im Fall eines Unentschiedens gibt es den Einsatz zurück. Die Wette wird ungültig. Dennoch, draw no bet, Auswärtssieg, LASK 1,77. Wunderbar. Und für euch nochmal der Hinweis, wir haben ein ganz neues Tool bei uns auf der Seite, also auf der wettbasis.de oder com. Unter den Reiter Tools kann man den TV-Kalender einsehen. Das heißt also, welche Sportart und welches Spiel ihr auch immer sehen wollt, dort ist es aufgelistet, bei welchem Sender. Ist nicht unwichtig in der heutigen Situation, wo alles doch ziemlich unübersichtlich geworden ist. Und jetzt auch nochmal eine gute Gelegenheit, Geld zu gewinnen.
Das waren also die Tipps von Marcel für das internationale Wochenende, hier schön aufgelistet. Und ihr wisst, wir starten natürlich durch, auch in der nächsten Woche. Da beginnt dann auch das Ligageschehen in Italien und in Spanien. Euch viel Erfolg am Wochenende und viel Spaß. Tschüss.